Auto. Oh. Och, leck mich doch ehrlich. Warum springt denn die Minecraft-Figur nur so wenig? Ey. Dieses verbuggte Minecraft, ey. Oh. Ja, das zum Thema so wenig cheaten wie möglich. Och, Mann. Warum springst du nicht? Liegt es an den scheiß Zäunen oder was? Und warum ist in dem Gefängnis Lava? So. Och, Manno. Geht das überhaupt? Ja, geht. Nein. Das hat man gesehen. So. Dialog Bernd. Hallo Bernd, komm hier raus. Soll ich dich befreien? Kannst ja einen Pfad machen. Nee, Spaß. So, Knopf. Du musst fliehen. Sie haben mich erwischt. Ich werde... Nein. Ey, welches Gefängnis bringt denn Menschen um? Geheime Gefängnisse? Nein, Bernd. Nein, sie haben ihn getötet. Schweine. Spawnpoint, okay. Depp. Da können wir theoretisch rüberspringen eigentlich. Seltsames Wesen. Zwei seltsame Wesen. Oh, 60 Stück. Wo ist der? Oh, fuck, die greifen mich hier nicht an, Game Mode 1. Ich dachte gerade schon. Kann ich jetzt hier runter? Ah, nice. War's das? Scheint so. Alle Zellen wurden geöffnet. Alle Gefangenen sind nun frei. Wer war das? Teil 1 dieser Map ist abgeschlossen. Du wirst jeden Moment zum Start teleportiert. Okay, und ich sehe, da gibt es sogar Teil 2 noch. Ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. So. Hast du schon Teil 1 gespielt? Ja. Nein. Ja. Ach so, das ist der Raum. Ach, dann geht's hier weiter. Okay, nice. So. Bringen wir jetzt unser... Ja, das haben wir schon. Zack, zack. So. Das sieht nicht sehr einladend aus. Aber wie es aussieht, ist es der einzige Weg hier raus. Warum mache ich das überhaupt hier? Ja, weil du gehen willst. Du willst abhauen. Bernd ist doch eh schon tot. Ja, weil du abhauen willst, Junge. What? Ja, am Arsch. Das Player Detection. Ich schwimme doch. Okay. Ja, juch, jetzt bin ich wieder. Die waren hier vorne. So. Warten. Ja, leck mich. Schwimm mal einfach mal durch. So.
Spawn Points. Zack, 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 zack. Hör doch auf zu brennen. So, was haben wir hier? Ach, leere Dispenser. Okay. Wir wollen raus, schnell. Zack, 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 zack. Ich dachte gerade. Dachte gerade schon. Hebel? Für was ein Eisenschwert? Was von Hebel? Achso. Yellow. Alfred? Jo. Okay. Chance X. War der nicht gerade unten? Alfred, was machst du hier? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Und wie kommst du hier hoch? Du hast recht. Okay, erstmal musst du zu mir kommen. Und wie komme ich zu dir? Du musst mit einem Schlüssel die Tür aufschließen, an der du gerade vorbeigekommen bist. Den Schlüssel aus dem Vulkan. Zum Vulkan kommst du, indem du durch den Gang gehst, den ich dir gleich öffnen werde. Aber sei bitte vorsichtig, auch der Vulkan ist bewacht. Wenn du dann noch die Tür aufschließt hast, müssen wir noch mal in den Tunnel folgen. Was blablabla. Am Ende des Tunnels setzen wir uns in ein Rohr und fahren hier raus. Es könnte aber ein Problem geben, denn es wäre, der Stollen ist unstabil. Instabil eher. Er könnte also einstürzen, wenn eine Lore durchfährt. Noch Fragen? Nö, ich will ja eigentlich nur raus. Warum soll ich zum Vulkan und dich befreien? Was hat ein Vulkan in einem Gefängnis zu tun? Keine Zeit für Antworten. Du musst los. Ach so, der ist hier drin. Okay. Was war das jetzt? Ich mach das hier jetzt nur noch für Alfred, denn er darf nicht auch noch sterben. Hey, wir kennen doch Alfred gar nicht. Lol. Okay. Boah. Hey, echt nice gemacht, aber ich sehe den Comment Block. Ey, das ist echt ein geiler Effekt. Deswegen sollte ich im Snapshot spielen. Nice. Ja, gefällt mir gut. Zack, zack. Und jetzt wieder ein Jump. Okay. Hilfe? Ach so, Hilfe. Ich komme. Nur nicht eilen. Ich komme ja gleich. Er ist tot. Hä? What the hell? Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Oh Mann. Jetzt gehen wir da nochmal hin, wo wir gerade waren. So. Wir waren hier. Er ist tot, bla bla bla, ja. Wissen wir. Zack. Und hier geht nochmal ein Weg zurück, hä? Er ist tot? Oh, essen sollte ich mal. Warum ist er denn tot? Ach! So. Ach, sie soll die Zelle von gerade eben sein. Ah. Bin ich eigentlich dumm? Ich hätte nicht mal die einfachsten Sprünge mehr hin. Ja, das sind doch viel zu große Sprünge. Ja, wo sie gehen. Oh Mann, komm. Komm schon. Tu mir nicht sowas an. Ja, leck mich immer. Lalalala.
Ja, wisch mich. Hä? Ich bin immer noch kein Hebel. Wo ist der Hebel? Wo zum Henker ist der Hebel? Was machst du? Hier ist kein Hebel. Ich habe auch keinen Hebel. Moment mal. Hier komme ich nicht rein. War deswegen der Rückweg? So. Wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel? Habe ich die Map verbuggt, weil ich... Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Hebel ist. Ja, Hilfe. Aber ich habe immer noch keinen Hebel. Ne, Moment mal, ich muss mir jetzt einen Hebel geben, weil ich habe keine Ahnung, wo der Hebel hin ist. Ne, da waren wir ja schon. Habe ich ja schon in Anführungszeichen geschafft. Ne, null Ahnung, wo der Hebel hin ist. Keine Ahnung. Okay, und jetzt kriegen wir auch nie gesagt, warum hier ein Vulkan ist. Spawn Point, oder? Ja, leck mich. Och nö, noch mehr Sprünge. Sterbe ich auch mal. Warum stehe ich denn ausgerechnet an der Stelle, wo ein Block kommt? Hä? Wäre mir lieber gewesen, hätte man das noch ein bisschen markiert. Vielleicht mit so Cracked-Blöcke. Ja, leck mich doch! Och, Mann, oh! Ist doch... zum Mäuse melden. Ja, am letzten Dinger. Ja, leck mich. Nee, sorry. Ja, ich spring sogar daneben. Ich kann da nicht unentschieden, sorry. So. Also für gute Adventure-Map-Spieler kann ich die Map nur empfehlen, aber für solche Trottel wie mich nicht. Okay. So. Spawn Point.
Hab ich gedrückt, ja. Och Mann, oh, ey. Also, ich habe jetzt einen neuen Titel, Adventure My Profi. Oh, ich werde in deiner Testphase, hattest du als Ersteller nicht so Probleme wie ich hier. Och Mann, oh, leck mich. Hä? Warum denn nicht schon? Ups. Guck, diese scheiß Minecraft-Figur springt manchmal nicht. Warum ist Minecraft so schlecht gecodet? Da funktioniert manche Sache gar nicht. Oh, Mann. Nee, du, ey. Nee. Boah, das ist für mich mehr Jump'n'Run als Adventure Map. Zack. Okay, haben wir es geschafft. Jetzt einfach einsteigen und losfahren. Oh, war es das? Hoffentlich kommen keine Jump'n'Runs mehr. Ups. 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 Nee, Moment. Jetzt gehen wir Game Mode 0. Den haben wir nie gehabt. Oh, hier sieht man die Map. Nice. Ist doch eine nette Idee, in mein Texture Pack hier die Musik einzubauen. Das passt besser zum Bahnfahren als das Zelda Spirit Tracks Theme. Und das gemixt halt noch von mir. Wow. Ah, okay. Dachte gerade schon. Kommen Blocks. Hallo. Sieht man im Prinzip den ganzen Technik-Schnickschnack hier noch im Hintergrund. Hier, wow, so viele Common-Blöcke. Oder? Ist hier Schluss? Ist hier Schluss? Och! Nee, oder? Nicht dein Ernst. Hä, da war doch ein Schluss, oder? Noch einsteigen und fertig, oder? Was? Das war's doch nicht, oder? Oh. Ich verstehe. Ich bin noch blind. So. Und zum Glück haben wir... Junge, ich habe schon wieder hier Game Mode gemacht. Das zweite noch. Ey, leck mich. Bleib doch stehen. Dass die Scheißdinger sich auch immer selbstständig machen. Toll, jetzt habe ich's verpasst. Super, da wären wir eigentlich gestorben, oder? Jo. Sind alle gestorben gerade. Das war da ja lange gegangen, kann das sein, wo die Gefängniszellen waren? Ah, Mann. Okay, Hauptsache ich bin frei. YOLO. Friedhof? Alfred, Joe, Fred, Angelika.
Bernhard. Bern, oh, Bern. Die sind aber schnell begraben worden, dabei sind sie doch gerade explodiert, dachte ich. Ist das Apfelkuchen? Nö. Paul, Marie und noch so viele weitere, die hier ihr Leben lassen mussten. Und jetzt? Ah, wir sind wieder am Anfang. Drücken. John Six war endlich wieder frei. Erst trauerte er um die Toten. Später freute er sich aber, dass er vielen Menschen die Freiheit geschenkt hat. Ich dachte, die wären alle gerade gestorben. Ende. Juhu. Okay. War eine gute Adventure-Map für Leute, die es können. Und ja, ich war jetzt wohl ein schlechtes Beispiel für so einen Adventure-Map-Spieler, so wie man es nicht machen sollte. Also man sollte jetzt hier nicht so wie ich durchgängig cheaten. Aber bei mir geht es nicht anders, sonst müsste ich hier ein 5-Stunden-Video machen und es geht einfach nicht im Zeitplan. Ja, mir hat die Map gut gefallen. Ja, man hat zwar teilweise Redstone gesehen, aber ich glaube, das ist okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, was soll man sonst noch sagen? Danke fürs Zuschauen und danke nochmal an Craftman und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, ich weiß nicht, ob man die Map schon runterladen kann, ich verlinke einfach mal auf sein Video, auf seinen Trailer und dann könnt ihr selber mal gucken. Also bis dann, ciao.